Gute Nacht. Gute Nacht. Niemand mag Camper. Spider-Man, auf dem Telefon des Schützen waren noch mehr Namen und Orte. Soll sich offenbar alles innerhalb von Minuten abspielen. Ach. Kein Druck, schicken Sie mir, was Sie haben. Viele Schützen, ein Spider-Man. Ich muss schnell sein. Jeder, der je für Norman gearbeitet hat, ist jetzt ein mögliches Ziel. So kann man Osborn wohl auch zerstören. Dann will niemand mehr in seiner Nähe sein. Der Scharfschütze muss hier irgendwo sein. Wenn ich dem Ziel zu nah... Minus eins macht zwei. Ella. Ich muss mir alle möglichen Nester für Scharfschützen ansehen. Einer weniger. Jetzt fehlt noch der letzte. Ziel ist sicher. Nur noch einer. Schnell, sonst sterben Menschen. Schon klar, Junge. Bloß kein Druck. Warum halten sich Attentäter nie an meinen Tagesplan? Sonst wären es keine Attentäter. Hier bin ich richtig. Wo ist der Attentäter? Da ist er. Überrascht, was? So, jetzt aber. Ah. Gerade noch. Geschafft. Officer, alle drei Schützen erledigt. Ist jetzt alles gut? Nicht ganz. Unser Schütze sagt, dass seine Jungs Touristen als Geiseln haben. Natürlich. Sie richten alle hin, wenn wir ihn nicht freilassen. Anhand der Funkmasten haben wir eine wahrscheinliche Position. Aber die schießen, wenn sie Cops sehen. Verhandeln Sie mit ihnen. Halten Sie sie hin. Ich nehme ihnen ihre Druckmittel weg. Alright, then. Die hinterlassen keine Zeugen. Wenn ich die Geiseln nicht rette, sind sie tot. Auf jeden Fall haben wir keinen Countdown mehr. Wenn die mich sehen, töten sie die Geiseln, bevor ich bei ihnen bin. Unsere Forderungen sind einfach. Lassen Sie unsere Kameraden frei oder die Geiseln sterben. Der Staatsanwalt sitzt an Ihren Forderungen. Wenn man mich sieht, sind die Geiseln tot. Muss sie unbemerkt ausschalten. Mist. Okay, okay. Erneut versuchen, bitte. Wenn man mich sieht, sind die Geiseln tot. Muss sie unbemerkt ausschalten. Unsere Forderungen sind einfach. Lassen Sie unsere Kameraden frei oder die Geiseln sterben. Der Staatsanwalt sitzt an Ihren Forderungen. Schwierig.
Penner? Vor der Freilassung brauchen wir Beweise, dass den Geiseln nichts passiert. Na komm. Jetzt aber! Natürlich kommt da jetzt einer. Bleiben, Junge. Bleiben Sie ruhig. Wenn den Geiseln was passiert, bekommen Sie gar nichts. Okay, die Freilassung Ihrer Freunde wird gerade geplant. Ah! Er hat mich gesehen, Arschloch. Menno. Wenn man mich sieht, sind die Geiseln tot. Muss sie unbemerkt ausschalten. Bleibt doch schon friedlich hier. Lassen Sie unsere Kameraden frei oder die Geiseln sterben. Der Staatsanwalt sitzt an Ihren Forderungen. Das kann nicht wahr sein. Schön friedlich und ruhig bleiben, Junge. Alright. Hier oben scheint jetzt alles geschafft zu sein. Komm her. Du hängst hier jetzt erstmal ab. Komm her. Träum süß. Der Letzte. Hallo. Ja, lang genug gedauert diesmal. Danke nochmal, Spider-Man. Hätte böse enden können. Oh ja. Ohne euch hätte ich nichts davon gewusst. Wir sind ein gutes Team, Officer. Hey, vielleicht bringen Sie ja ein paar Ihrer Kumpels dazu, mir zu helfen, statt auf mich zu schießen. Na, das wäre sehr hilfreich für uns. In der Tat. Dann auf zu TikTok. Peter, ich starte gleich den nächsten Test. Wo sind Sie? Tut mir leid. Mein Bus blieb liegen und es gab kein Taxi. Aber ich komme, sobald ich kann. Oh Mann. Immer diese Ausreden. Oh nein. Reden wir mal über Halloween, Leute. Für Kinder ist es sicher lustig, sich als Cowboy oder Astronaut oder Ballerina zu verkleiden und loszuziehen. Aber dass immer mehr Erwachsene Spider-Man und Konsorten glorifizieren und sich wie sie anziehen, ist besonders in der heutigen Zeit verstörend. Was meinen Sie, Gino aus der Bronx? Ja, das verstehe ich, aber meine Freundin hat dieses sexy Spider-Girl-Kostüm. Und das ist echt scharf, wenn Sie verstehen, was ich meine.
Ha, sehe ich etwa so aus? J. Jonah Jameson ist nicht voreingenommen, aber Sie sind ein extrem gestörter Mann. Wiederhören! Ja, wenn er meint. Guten Tag. Spider-Man, mein Tracker hat noch mehr Leute von der Party entdeckt, die vielleicht... du weißt schon. Er heißt Ethan Albright, Lehrassistent Biochemie. Ist nicht zum Kurs erschienen. Meine Software hat ihn auf einem Foto entdeckt, aber er fehlt auf anderen Fotos vom gleichen Ort. Wir müssen es probieren. Ich versuche, den Ort zu finden. Oh Gott. Danke. Philips Foto ist wieder meine einzige Spur. Ich muss den Ort finden. Auf dem Foto sieht man Hochbahnen. Wie die in East Harlem. Okay, East Harlem also. Harlem war doch hier ganz oben. Alright. Dann springen wir mal los hier. Hochbahn. Spider-Man, ich habe mit Carlos geredet. Er fühlte sich bis zum Barbecue gut. Was es auch immer war, es überfiel ihn nach der Halloween-Party. Eine verzögerte Reaktion, nicht gut. Vielleicht laufen solche verdorbenen Zeitbomben überall in Manhattan rum. Oh oh. Ich sehe Hochbahnen. Die sind nordöstlich von der ESU. Ja, wir müssen erstmal nach Harlem kommen, mein Jutta. Keine Sorge, wir schaffen das schon. Verderbtheit ist erschreckend. Wirklich niemand ist sicher. Bin ja an feindselige New Yorker gewöhnt, aber das ist ein ganz neues Level. Gut, dass ich Philipp auf meiner Seite habe. Der Typ hat ganz schön was drauf. Wenn ich die Hochbahnen in East Harlem finde, kann ich sie bis zu dem Ort verfolgen. Sehr schön. Sollten auch langsam in East Harlem sein. Schauen wir mal. Wo ist hier die Bahn? Schon mal die Bahn. Habe ich denn etwas schon gefunden? Ui. Was ist hier passiert? Hier ist es. Keine verdorbenen Studenten. Aber sie scheinen hier gewesen zu sein. Was ist passiert? Ein Haufen Wahnsinniger ist ausgerastet. Die waren high oder so, sind die Straße hochgerannt. Oh oh. Ich muss sie finden, bevor sie jemanden ernsthaft verletzen. Yep. Geh nicht zu der Gasse. Da sind sie. Beenden wir das. Oh ja. Und überall um mich herum. Schatten bedeutet Sicherheit. Nichts ist ein Verräter einer von ihnen. Aber ich töte dich zuerst. Zieh die Haut ab. Zeig die Wahrheit darunter. Ich werde... Lee hat viele Leute auf der Halloween-Party verdorben. Was ist das jetzt? Ah, noch nicht ganz. Sie sind überall um dich herum, die Schattendämonen. Ja, jetzt ging nur Umarmung, aber hau ab. Dort liegen die Antworten. Je schneller ich euch wieder in Ordnung bringe, desto besser. Ach, da sind auch noch welche. Ich hasse dich! Ja, ich hasse dich! Alle sterben!
zieh die Haut ab. Nee, wir werden uns nicht die Haut abziehen, Junge. Ich mag meine Haut. Tür ist abgeschlossen. Keine Zeit für Höflichkeiten. Jetzt. Muss die Tür rausreißen. Ich mach ja schon. Ich glaube, das war's. Aha. Ich habe meinen Latte getrunken. Und an den Überfall von damals gedacht. Und diese Menschenmenge gesehen. Und es war, als ob ein Schalter umgelegt würde. Alles ist jetzt gut. Aber du solltest auf entkoffiniert umsteigen. Aber sowas von. Das war doch mal ein Akt. So, sind wir jetzt fertig, oder? Ja, sieht so aus. Dann können wir schnell reisen. Ach, das ist ja wieder von da. Okay. Scheint, als wenn wir doch noch nicht ganz fertig sind. Bis zum Hals. In der Scheiße wahrscheinlich. Okay. Hey, before you go, can you sign? Dann mal los. Spidey gibt es niemals Feierabend. Gehört. Bald die Typen auch, die euch eine Latte machen. Okay, der wird zwar schlecht. Hey Spider-Man, es gibt noch einen vermissten Studenten. Natürlich. Der letzte Vermisste ist Steve Hopkins. Ich mache mir um ihn Sorgen, weil ein paar Jungs von Tombstones Gang angefangen haben, in seiner Nachbarschaft Geschäfte zu machen. Steve hat das gehasst. Es ist eine gute Gegend, aber er war zu ängstlich, was zu tun. Wenn er verdorben ist, lässt er vielleicht seine Wut raus. Aber sie werden ihm wehtun. Das Foto hat Steve zuletzt hochgeladen, bevor er verschwand. Ich konnte nichts Aktuelleres finden. Tombstone schon wieder. Sieht nach der Upper West Side aus. Ich glaube. Upper West Side. Kitchen, Midtown, Chinatown. Ach ja, Upper West Side. Aber ich muss Richtung Nord. Yep. Dann schauen wir nochmal. Upper West Side. Sieht nach der Upper West Side aus. Ja, wir sind schon da. Ich glaube, ich muss Richtung Norden. Ich würde mal sagen, das sieht aus wie ein Park. Philipp, was weißt du über Steve? Was tun und könnte es auch nicht, selbst wenn er wollte. Die Dealer könnten ihn platt machen. Und ein kleiner Kerl brennt schneller aus. Ich beeil mich lieber. Steve scheint viel Verantwortungsgefühl zu haben, aber keine Kraft. Hoffentlich bin ich rechtzeitig da. Tombstones Gang ist vielleicht nicht so unangreifbar wie ihr Boss, aber genauso mörderisch. Das sieht doch schon wie ein Park aus. Ich glaube, ja, das ist der Central Park. Ja, ist der Central Park schon. Okay, oder wir probieren es hier mal. Irgendwo müssen die ja sein. Im Park ist das doch ein kleines bisschen zu klein.
Ja, das sieht sehr nach Park aus. Ich glaube. Ach ja. Verdammt, Junge, bist du lebensmüde? Hey, Leute, zeigen wir es dem College-Jungen. Das ist für den verdorbenen Typen ein paar Nummern zu groß. Ich muss ihn erst retten, bevor ich ihn versorge. Alright. Die Typen sind bewaffnet. Vielleicht kriege ich manche ohne Aufsicht. Schauen wir mal. Du schläfst jetzt mal schön, Junge. Jetzt nicht umdrehen. Danke. Drink brauchen.